Mehr als die Hälfte aller Ukraine-Flüchtlinge sind alleine nach Polen gekommen. Rund 3,5 Millionen Menschen waren das bisher. Ja, wenn auch rund 1 Million von ihnen teilweise wieder zurückgegangen ist, die Lage in Polen ist extrem angespannt. Was heißt das jetzt im Detail? Das besprechen wir mit dem österreichischen Botschafter in Polen, in Warschau, direkt mit Andreas Stadler. Grüß Gott, Herr Botschafter. Guten Morgen aus Warschau nach Wien. Ja, beginnen wir doch mit einer Bestandsaufnahme, die aktuelle Flüchtlingssituation betreffend. Wie sehr ist das Thema im polnischen Alltag derzeit präsent und wie sehr prägen die Flüchtlinge etwa auch die Straßenbilder? Also natürlich ist der Ukraine-Krieg generell, aber vor allem auch die Flüchtlingssituation in Polen das Thema Nummer eins. Sie müssen sich vorstellen, Sie haben es selber gesagt, circa 3,5 Millionen Menschen sind aus der Ukraine nach Polen seit dem 24. Februar geflüchtet. Über 90% davon Frauen und Kinder. Wenn auch viele davon in andere westeuropäische Länder weitergereist sind, also auch nach Österreich, wo wir circa 80.000 haben, aber vor allem auch nach Deutschland, Italien und Frankreich, dann sind doch ungefähr, man weiß es nicht einmal so genau, aber irgendwo zwischen 1,5 Millionen und 2 Millionen Frauen und Kinder seit März oder Ende Februar in diesem Land. Das ist eine unglaubliche Herausforderung für ein Land mit circa 38 Millionen Menschen. Allein an Warschau kann ich das Ihnen vielleicht im Detail ein bisschen genauer erläutern. Warschau hat, ist so wie Wien, hat ca. 1,8 Millionen und jetzt sind davon über 300.000 Menschen und wiederum vor allem Frauen mit ihren Kindern Flüchtlinge. Ja, also jede sechste Bewohnerin dieser Stadt ist Ukrainerin oder die Kinder und die sieht und hört man natürlich an allen Ecken und Enden dieser Stadt. Das beginnt in den Straßen, in den Geschäften, aber das ist natürlich jetzt auch eine große Herausforderung für die Kinder und für das polnische Schulsystem, für das polnische Gesundheitssystem. Polen war sehr großzügig, ebenso wie auch andere europäische Staaten, und hat den Ukrainerinnen und den Kindern ermöglicht, sehr rasch ins Sozialsystem aufgenommen zu werden. Herr Botschafter, wenn ich da kurz unterbrechen darf, was wir ja sozusagen wissen, war, dass generell die Politik, auch die Situation den Flüchtlingen gegenüber doch deutlich geändert hat. Da war eine in der Vergangenheit ja eher restriktive Haltung neu ankommenden Flüchtlingen gegenüber und die ist jetzt sehr, sehr, sehr aufgeweicht worden. Eine quasi Willkommenskultur hat stattgefunden und kein Land in Europa hat nur ansatzweise so viele Flüchtlinge aufgenommen wie Polen. Im Gegenteil, Polen allein etwa so viel wie alle zusammen, einfach über den Daumen gepeilt jetzt. Also eine sehr, sehr großzügige Situation. Aber beginnt dieses großzügige Bild, das natürlich auch von der Bevölkerung mitgetragen werden muss, beginnt das Risse zu bekommen, wenn jetzt schon 2 Monate lang eine Situation anhält, die so ist, wie Sie sie beschreiben? Oder ist diese Willkommenskultur sozusagen nach wie vor uneingeschränkt positiv? Naja, also zum ersten Mal reden wir schon von über 3 Monaten seit dem 24. Februar. Zum Zweiten hat Polen immer klargemacht, dass es als Land zwar für die Nachbarländer offen steht, nicht aber für Flüchtlinge aus zum Beispiel dem Nahen Osten oder Afrika. Und wie bekannt wurde im Herbst, als Belarus versucht hat, Migrations als Druckmittel gegen Polen zu verwenden, hat Polen an der belarussischen und polnischen Grenze, die auch 400 Kilometer lang ist, Abwehrmaßnahmen ergriffen und auch einen Grenzzaun erbaut, um Flüchtlinge aus dem Nahen Osten bzw. aus Afrika und aus anderen Ländern der Welt draußen zu halten. Im Unterschied dazu hat Polen schon viele Jahre lang gegenüber vor allem Belarus, aber, also belarussischen Flüchtlingen, aber auch gegenüber Ukrainerinnen und Ukrainern sehr große Großzügigkeit gezeigt. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass der Ukraine-Krieg schon seit 2014 andauert. Die erste Krise,
damals mit der Eroberung der Krim und mit den Kämpfen im Donbass hat dazu geführt, dass 1,5 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer bereits in den letzten 8 Jahren ins Land gekommen sind, die aufgenommen wurden wie Flüchtlinge bzw. wie Wirtschaftsmigrantinnen und Migranten, aber positiv aufgenommen. Gleichzeitig gibt es seit dem Sommer 2020, als Lukaschenko die Demokratiebewegung niedergeknüppelt hat, hier auch ca. 200.000 belarussische Flüchtlinge. Auch die wurden sehr warm aufgenommen. Ja, jetzt ist die Situation eben sehr extrem. Sie sagen jetzt selber 300.000 Personen in Warschau. Rund jede sechste dort aktuell lebende Person ist derzeit ein ukrainischer Flüchtling, im Wesentlichen Frauen oder Kinder. Das hat ja auch eine massive Auswirkung auf die Gesellschaft. Ist das, was die Politik jetzt zeigt, diese Großzügigkeit gegenüber Flüchtlingen etwa aus Belarus und der Ukraine und ein sehr restriktives Verhalten gegenüber allen anderen Flüchtlingen, wird das, obwohl es so hohe Zahlen annimmt, auch im Stadtbild, wird das von der Bevölkerung so großzügig mitgetragen? Absolut ja, was die Flüchtlinge aus Belarus und aus der Ukraine betrifft. Ich würde sogar so sagen, ich würde weitergehen, die meisten Anstrengungen und Leistungen wurden eigentlich von der Zivilgesellschaft selbst erbracht, von den NGOs, von den Kommunen, den Gemeinden, den Regionen, von den Blaulichtorganisationen, auch den freiwilligen Organisationen. Man muss sich auch vor Augen halten, es gibt in Polen keine Flüchtlingsmassenlager. Also es gibt, die Menschen wurden großteils privat bei Familien untergebracht. Die kriegen auch ein bisschen ein Geld dafür, natürlich viel zu wenig. Aber es gibt keine Massenlager. Das heißt, die Menschen selbst haben mit Unterstützung der Regierung die Flüchtlinge aufgenommen. Die Flüchtlinge haben natürlich teilweise auch Geld und sich Wohnungen angemietet. Sie organisieren sich auch selbst. Aber es gibt in der polnischen Gesellschaft hier einen absoluten Konsensus. Alle Kräfte, egal ob Regierung oder Opposition, unterstützen die pro-ukrainische Haltung, die Unterstützung Polens für die ukrainische Regierung in diesem Krieg. Aber sie unterstützen auch die Willkommenskultur gegenüber den Ukrainerinnen und ihren Kindern mit Schulen, Kindergärten, mit Kulturveranstaltungen. Überall in Polen, in jeder Stadt, wo Sie ankommen, finden Sie sofort am Bahnhof oder am Busbahnhof Welcome Desks. Es gibt eigene Veranstaltungen, es gibt Benefits, Wohlfahrtsveranstaltungen wie zum Beispiel Kunstauktionen, Konzerte, wo gesammelt wird. Alle Organisationen, die irgendwie mit Humanitären zu tun haben in Polen, haben im Moment als erste Priorität die Unterstützung der Ukrainerinnen und ihrer Kinder hier in diesem Land. Sehr beeindruckend, auch wenn das jetzt schon 3 Monate lang so intensiv anhält und in so großen Dimensionen, da wissen wir Österreicherinnen und Österreicher ja gar nicht, von was die Rede ist. 100.000 Menschen sind es gewesen, die bei den Flüchtlingswellen 2015, 2016 hier aufgenommen worden sind, die etwa 20-fache Menge in Polen. Das ist schon beeindruckend. Kommen wir zur konkreten Situation der Flüchtlinge, die jetzt kommen. Man muss ja sagen, die zu Beginn gekommen sind, kurz nach Ausbruch des Kriegs, haben manchmal ja Kriegshandlungen unmittelbar noch gar nicht miterlebt. Sie sind zu Beginn des Kriegs geflüchtet, das waren auch sehr viele, etwa 100.000 am Tag. Zuletzt ist die Zahl stark zurückgegangen, 15.000 bis 20.000 am Tag. Das waren aber oftmals jene, die sich wochenlang versteckt halten haben müssen, etwa in Luftschutzbunkern oder in Bombenkellern, viele Wochen dann versteckt waren und dann trotzdem ganz am Schluss noch eine Flucht gewagt haben, also quasi traumatisiert sind. Wenn man mit diesen Personen spricht, was erzählen Sie denn von Ihren Erfahrungen in der Heimat? Also viele dieser Personen sind so traumatisiert, dass sie eigentlich gar nichts erzählen wollen. Sie wollen auch gar nicht darüber sprechen. Das ist eines der Lehren, die wir aus diesem Krieg gezogen haben. Wir haben selber hier Ukrainerinnen und Ukrainer, die wir über Bekannte kennen, eingeladen. Und es war von vornherein die Bitte im Raum, bitte reden wir über alles, aber nur nicht über die schrecklichen Erlebnisse, die wir zu gegenwärtigen hatten, weil das rührt nur alte Wunden auf. Das heißt, das ist ganz besonders schwierig auch für die Leute, die hier dann mit posttraumatischen
Belastungssyndromen kämpfen, mit Depressionen, mit Psychosen, weil auch die Psychotherapie, die hier angeboten wird, oft hier gar nicht greifen kann. Also es wird angeboten, Polen ist auch hier sehr großzügig. Auch die Ukrainer übrigens selbst organisieren sich ja in diesem Land. Es gibt von Ukrainerinnen und Ukrainern, von Ärzten, von Krankenschwestern, von Psychotherapeutinnen, von Lehrerinnen, selbst organisierte Serviceleistungen, sodass die Leute schon an Hilfe kommen. Ich meine, es ist immer noch zu wenig, es ist immer noch schwierig. Wirklich wichtig ist, die Leute, die geflüchtet sind, die Frauen und ihre Kinder, die geflüchtet sind, wollen zuerst einmal Abstand bekommen und ein bisschen diese Normalität, diese westeuropäische Normalität, die Warschau und Polen mittlerweile bietet, einfach nur genießen. Und vielleicht noch ein Satz. Seit 20 Tagen kehren mehr Ukrainerinnen und ihre Kinder zurück in die Ukraine, als neue hier nach Polen kommen. Das heißt, es gibt eine Rückreisebewegung, zumindest in die Gebiete, wo sich die Ukrainer sicher fühlen. Die Sehnsucht nach der Heimat und die Loyalität gegenüber der Heimat Ukraine ist unglaublich beeindruckend. Genau, das ist es. Zuletzt sind eben rund 15.000 bis 20.000 unter Anführungszeichen nur noch gekommen und eine größere Anzahl wieder zurückgegangen, etwa auch um nach dem Eigentum zu sehen oder nach den Liebsten, die zurückbleiben mussten, insbesondere die Männer oder möglicherweise auch sogar an der Front kämpfen. Es ist natürlich eine Angst und eine Loyalität zur Heimat, wie Sie es gerade gesagt haben, die die Menschen wieder zurücktreibt. Bleiben die denn in der Ukraine oder kommt das schon auch vor, dass die heimfahren, sehen in Kharkiv etwa oder auch in Burscha oder auch in der Ostukraine, es ist alles zerstört und sie kommen dann ein zweites Mal wieder zurück nach Polen? Ja, das gibt es natürlich auch. Es gibt aber auch vor allem unter den jüngeren Frauen die Tendenz, nach Polen zuerst einmal zu flüchten und, und dann wieder zurückzugehen und zwar nicht unmittelbar in ihren Heimatort, der vielleicht mittlerweile schon besetzt ist, sondern einfach in andere Städte, wo sie Freundinnen und Freunde haben. Also ich habe vor kurzem eine top bezahlte Computerprogrammiererin kennengelernt. Die war ein paar Wochen in Danzig, hat sich dann in den Zug gesetzt, um in die Ukraine zurückzufahren. Sie selber kommt aus Luhansk, wo auch die Eltern sind, also die im russischen Teil sind. Sie ist eigentlich sogar Russin oder russischsprachige Ukrainerin. Sie ist aber loyal der Ukraine gegenüber und ist nach Ivano-Frankivsk gefahren. Das ist sozusagen im westlichen Teil der Ukraine, weil sie dort Freunde hat, die ihr eine Wohnung zur Verfügung stellen. Und sie sagt, okay, sie kann programmieren, auch überall, wo sie ein Internet hat. Aber wenn sie zurück ist in der Ukraine, kann sie besser die Unterstützung für das ukrainische Militär organisieren. Und das war auch beeindruckend für mich. Eine Frau mit circa 30 Jahren, die super verdient, die auch früher ein Model war, die sozusagen die ganze Welt kennt, hervorragend Englisch spricht, die zurückgeht mit dem Hauptziel, die ukrainische Armee im Krieg gegen Russland zu unterstützen. Und das als Russin in der Ukraine. Es ist sehr beeindruckend, auch wir haben ja immer wieder junge Damen zu Interviews, zu Gast, Medizinerinnen, die in Österreich jetzt leben und hierher geflüchtet sind, die die Heimat massiv unterstützen. Ja, wenn Sie Ivano Frankivsk erwähnen oder Tschernowitz, Lemberg, Odessa, ich kenne all diese Städte, auch die Innenstädte, es ist herzzerreißend, wenn man weiß, dass dort immer wieder auch Bombenangriffe fallen, wenn auch im Westteil deutlich weniger natürlich als in der Ostukraine. Ja, kommen wir zur finanziellen Situation und zum Verhältnis Polens mit der Europäischen Union. Rund 150 Millionen Gelder bekommt Polen jetzt in einem ersten Durchgang quasi als eine Art Ersatz für die Sozialleistungen, die ukrainischen Flüchtlingen in Polen zuteil werden. Ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein, den die EU da finanziell leistet? Fühlt sich Polen alleingelassen oder ganz gut eingebettet in die europäischen Institutionen? Naja, also ich glaube, das kann man jetzt noch schwer bewerten, weil wir noch ganz am Anfang sind und bis das Geld mobilisiert wird und dann auch hier ankommt, vergeht naturgemäß eine Zeit, weil das ja auch ein bürokratisches Prozedere ist. Zuerst müssen einmal alle 27 Mitglieds,
Staaten diese Hilfe beschließen, dann muss das organisiert werden und dann irgendwann kommt das Geld. Ich würde sagen, es ist wichtig, dass eine erste Tranche schnell gekommen ist. Und es ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein, weil wenn Sie 1,5 bis 2 Millionen Flüchtlinge zu versorgen und zu integrieren haben, dann kann es dabei nicht bleiben. Das heißt, die Anstrengungen müssen noch viel größer werden, um Polen hier zu unterstützen, auch aus Österreich. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe mich schon sehr gefreut und ich war sehr stolz auf unser Land, dass schon am 24. Februar zum Beispiel die Stadt Wien, aber auch Niederösterreich und andere Bundesländer direkt Konvois mit Lastwagen in die Ukraine geschickt haben, aber auch nach Warschau. Ich habe die Woche drauf schon selbst Lastwagen aus Wien kommend mit Feldbetten, mit Matratzen, mit Decken und vielen anderen Zeug mit dem Vizebürgermeister der Stadt Warschau ausgeladen. Also die Hilfe kommt nicht nur von den Institutionen der Europäischen Union, das will ich damit sagen, sondern sie kommt aus den Gemeinden, den Regionen Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Österreichs, auch direkt. Sie kommt auch von privaten Initiativen. Also wir können uns nicht auf die 150 Millionen Euro, die die Kommission hierher schickt, verlassen, sondern die Unterstützung des Landes in dieser großen Herausforderung muss durch die gesamte europäische Zivilgesellschaft geschehen, durch die Staaten, aber auch durch die Regionen, die Städte, die humanitären Organisationen. Und das tun sie auch. Also der Hilfswillen, Nachbar in Not, Stichwort, ist nach wie vor sehr groß. Sehr schön, wenn Sie das sagen. Ganz kurz zum Schluss noch, Herr Botschafter, die Ukrainerinnen und Ukrainer können ja auch arbeiten. Das ist ähnlich wie in Österreich, haben an sich die Erlaubnis, am Arbeitsmarkt teilzunehmen. Wird das auch angenommen? Naja, auch hier müssen wir mal zuerst verstehen, dass es vor allem Frauen mit Kindern sind. Das heißt, die können nur dann arbeiten, wenn sie die Kinder in einer Krippe oder in einem Kindergarten unterbringen. Wir sind jetzt im vierten Monat nach der großen Flucht. Die Organisation der Kinderbetreuung geht los. Wie gesagt, nicht nur der polnische Staat, die Regionen, die Städte machen das, sondern auch die Ukrainer machen das selbst. Ich bin selber dabei, einen Kindergarten, der in der Grenzstadt Cieszyn, also nicht polnisch-tschechische Grenzstadt, nicht weit von Österreich, sind einmal 350 Kilometer, errichtet wird, über österreichische Spender zu unterstützen. Wenn das einmal geklärt ist, die Kinderbetreuung, dann werden die Frauen natürlich arbeiten, weil die Ukrainerinnen sind es gewohnt zu arbeiten. Das ist eine Tradition, dass in diesen Ländern, auch übrigens in Polen, dass die Frauen genauso wie die Männer nicht zu Hause sitzen, sondern arbeiten gehen. Herr Botschafter, vielen Dank für diese sehr authentischen Berichte, auch mit sehr vielen persönlichen Schicksalen, die Sie uns jetzt zu teilhaben werden lassen. Vielen Dank für Ihren Einsatz für die Geflüchteten und auch für das enge Verhältnis, das Österreich mit Polen da derzeit gerade lebt. Ja, und weiterhin alles Gute für Ihre Zeit in Warschau. Herzlichen Dank und auch ich bitte um weitere Unterstützung für die Ukraine und für Polen, damit Polen die Ukraine unterstützen kann. Boom, 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 boom.